Jürgen Klopp wurde zum Trainer des Jahres gewählt und derjenige, der 5 Titel geholt hat, wurde nicht zum Trainer des Jahres gewählt. Was ist deine Einschätzung dazu? Ja, dass solche Wahlen für mich nicht immer ganz gerecht sind. Oder die Wahl war 2020. Nicht, was 30 Jahre lang nicht passiert ist, nämlich Liverpool ist 30 Jahre lang nicht englischer Meister gewesen, haben nicht die Premier League gewonnen. Und das war ja so das Kriterium. Jürgen Klopp hat was Historisches geschafft, nach 30 Jahren wieder für Liverpool die Meisterschaft zu gewinnen. Das hat nichts mit 2020 allein zu tun, sondern es war mehr diese lange Geschichte, wo Liverpool nicht Meister geworden ist. Und deswegen würde ich sagen, die Wahl bei aller Wertschätzung von Jürgen Klopp, bei all seiner tollen Arbeit, Champions League gewonnen, Premier League gewonnen. Nein, dieses Jahr war das Jahr von Hansi Flick und deswegen hat für mich der Falsche gewonnen. Ich bin froh, dass ein Deutscher gewonnen hat, aber trotzdem ist es der falsche Deutsche. Es wäre Hansi Flick, glaube ich, der verdientere Sieger gewesen aufgrund der Titel. Und ich sage es nicht nur aufgrund der Titel. 8:2 gegen Barcelona. Champions League gewonnen. Halbfinale 3:0 gewonnen. Was will man mehr? Torrekorde, Punktrekorde, Serien. Es geht ja nicht allein nur um die 5 Siege, was er eigentlich schon lang müsste, sondern es geht immer um das Wie und gegen welche Mannschaften, wie man gewonnen hat. Und da hat Liverpool bei Weitem nicht so performt wie Bayern München. Und deswegen, wie gesagt, für mich, der Welttrainer 2020, auch dann ohne Pokal, Hansi Flick, er bekommt von mir einen persönlich.